Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Dragon Age Origins. Diesmal mit einer Codex-Folge. Parallel wird dazu auch 10 Minuten später oder sowas, das weiß ich noch nicht genau, wird dann die, was würde ich denn jetzt sagen? Die normale Folge weiterlaufen. Also es wird immer, Codex-Einträge werden immer parallel zum Spielgeschehen selber vorgelesen bzw. rauskommen. Ja, wir fangen mal an hier mit Kreaturen, gucken mal, wie weit wir kommen. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass diese Folgen hier nicht länger wie 5 bis 10 Minuten gehen, weil meistens hört sich das dann eh keiner mehr bis zum Ende an. Ich lese mir auch nicht immer alle vor, durch. Ja, vorlesen tue ich sowieso nicht, wenn dann im Kopf. Ich habe mir dafür auch meine Brille auf die Nase gesetzt, in der Hoffnung, dass es alles ein bisschen besser ist, weil ich den Monitor von mir selbst immer etwas weiter weg habe. Einmal noch ein Check, jo, er nimmt auch auf. Gut, nach langem Hin und Her scheinen ja die letzten Folgen dann doch recht gut geworden zu sein von Dragon Age. Ja, also wollen wir doch mal anfangen. Wir fangen an mit Kreaturen, das ist die dritte Seite. Das ist immer in einzelnen Seiten aufgeteilt. Die, die hier blinken, werde ich jetzt auch nicht weiter nochmal aufmachen, damit ich später auch weiß, welche ich gelesen habe und welche nicht. Nicht, dass wir doppelt lesen, ne? Also auch im Spielgeschehen werde ich da jetzt nicht mehr auf die Codex-Einträge als solches weiter eingehen, es sei denn, sie sind questrelevant oder sonstiges. Nebenbei schreibe ich mir immer auf, welche Codex-Einträge ich vorgelesen habe. Hier haben wir ein Notizbüchlein. Habe ich hier? Ja, habe ich hier. So, da lese ich dann. Da schreibe ich mir das auf. Nicht, dass ihr dann denkt, nein. Oder dass es beim nächsten Mal dann wieder dasselbe ist. Also, es sind jetzt Kreaturen. Kreaturen, wobei ich immer kontrollieren werde, weil ob die sich irgendwann nochmal ergänzen. Aber ich glaube, das zeigt er dann auch an. So, Kreaturen, Seite 3 haben wir. Und das trägt die Überschrift Erzdämon. In ewiger Finsternis suchten sie nach denen, die sie aufgestachelt hatten, bis sie schließlich ihr Ziel erreichten, ihren Gott, der sie verraten hatte, den schlafenden Drachen Dumar. Ihre Verderbtheit verdarb sogar den falschen Gott, und der Flüsterer erwachte schließlich, voller Pein und Angst, und führte sie an, Zerstörung zu bringen über alle Länder der Welt, die erste Verderbnis. Also hier ist von Dumar, wer vielleicht, ich glaube im Intro wird es auch genannt, sonst will ich auch nicht zu viel verraten, denn wenn ich das zu dem zweiten Teil Let's Play, da habe ich das Add-on zu, was so viel bedeutet wie Add-on. Ich habe, da wird das ein bisschen noch mehr erklärt, wer Dumar ist und so weiter und so fort, zur ersten Verderbnis. Totenklage 8 zu 7. So, dann scrollen wir mal noch ein bisschen. Ach, haben wir gar nichts mehr. Na ja, gut. Die falschen Drachengötter des Reiches von Tevinter liegen tief in der Erde begraben, wo sie gefangen sind, seit der Erbauer sie gestürzt hat. Erbauer, wisst ihr, das ist sozusagen hier den, ihr ja, Gottesersatz oder sowas. Niemand weiß, was die dunkle Brut bei ihrer unermüdlichen Suche nach den alten Göttern antreibt. Vielleicht Instinkt, wie Motten, die ins Feuer der Fackel fliegen. Vielleicht der Rest eines Rachedurstes gegen jene, die die Magie dazu trieben, sich gegen den Himmel zu stellen. Aber wie auch immer, wenn die dunkle Brut ein jener alten Drachen findet, wird er umgehend von der Verderbtheit ergriffen. Er erwacht, völlig verdorben, führt die dunkle Brut zum Großangriff. Eine Verderbnis. Also, das heißt, wenn man von einer Verderbnis spricht, so ist immer ein Erzdämon im Spiel, der die dunkle Brut antreibt. Ja, das wäre schon zur Seite 3. Mehr habe ich da jetzt nicht zu erzählen. Wenn ihr Fragen haben solltet, ne, wisst ihr ja, kommentieren könnt ihr alles. Ihr könnt auch, Google Plus Account ist ja auch mit, da könnt ihr mir per Privatnachricht auch schreiben. Achso, ja, Tiefenlaurer. Ich schreibe mir das mal gerade wieder schnell auf. Das wäre Seite 9. So. Tiefenlaurer. Ein Narr traut seinen Augen. Der Weise fürchtet in jenem Stein ein Tiefenlaurer. Achso, da gibt es dann auch immer kleine Sprüche dabei. Zwergische Redensart. Also. Die vielleicht seltenste Kreatur in den tiefen Wegen ist der Tiefenlaurer. Die. Was? Tetspedam, wie die Zwerge sie nennen, jagen in Rudeln, indem sie sich eingraben und dann zuschlagen, wenn die Beute umzingelt ist.
Es gibt mehrere Arten von Laurern. Spucker haben Giftdrüsen und ihr Sekret macht das Ziel langsamer. Oder verletzen es sogar. Springer werfen sich auf ihr Ziel und reißen es, um was das Erlegen erleichtert. Achso, reißen es. Die verbreitete Art erschreckt ihre Beute, wodurch das unglückliche Opfer dem Rudel hilflos ausgeliefert ist. Also einzig und allein durch Erschrecken bringen die uns um. Tiefenlaura haben wir schon gesehen. Haben wir? Hatten wir da schon die Ehre mit? Weiß ich gar nicht so genau. Ah ja, doch, einen hatten wir gefunden, als wir da mit Joan da retten wollten, ne? Mit seiner Freundin da. Mit der fetten Kuh. Dann haben wir hier Seite 21. Die trägt den Titel Dämon des Zorns. Das ist, trifft man im Nichts auf einen Dämon des Zorns in seiner wahren Form. Ist das ein furchterregender Anblick, pures Feuer, ein Körper wie aus Lavamassen, der sich ständig verändert und in der Mitte zwei Augen, die einen unheilvoll und stechend wie Nadeln anstarren. Die Fähigkeiten eines solchen Dämons ruhen in dem Feuer seines Kerns. Wer ihm zu nahe kommt, gerät in Flammen. Und die mächtigsten von ihnen verschießen Feuerblitze und können Feuerstürme entfachen, die ganze Gebiete verwüsten. Zum Glück sind Dämonen des Zorns meist weniger intelligent als andere Arten. Ihre Taktik ist einfach. Ein Feind mit so viel Macht wie möglich angreifen, bis er vergeht. Manche Dämonen des Zorns behalten ihre Feuerfähigkeit auch im Körper eines Wirtskörpers bei. Aber sonst sieht man ihre wahre Form außerhalb des Nichts, meist nur dann, wenn ein Magier sie für eine besondere Aufgabe beschwört. Also, diese Feuerelementare, die wir gesehen haben, als wir im Nichts waren, das war ein Dämon des Zorns. Böse, 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 böse. Als nächstes kommt Dämon der Trägheit. Ach ja, den kennen wir ja auch schon so ein wenig, ne? Das war ja der kleine, dicke Bär. So. Es ist ein bisschen mehr zu lesen. Ja, ein bisschen sehr viel mehr. Ich sah die Kreatur an und sie war ich geworden. Eine Kopie meiner Form. Meines Geistes sogar starrte mich in mir entgegen. Wie aus einem Spiegel. Ich hielt es zunächst für eine Finte. Eine Illusion, die mich unvorsichtig machen sollte. Aber als ich mit dem Schwert darauf losging, konterte er mit Techniken, die ich erkannte. Er parierte wie ich. Er schlug zu wie ich, er sprach mich an und sagte Dinge, die nur ich wissen konnte. Ich glaube, der Dämon der Trägheit hat gar keine eigene Form oder Identität. Außer Trägheit ist dann noch Neid, glaube ich. Und meine war sicher nicht die erste Form, die er an jedem Tag gestohlen hatte. Auszug aus der Niederschrift, eine Aussage von Tyrannus, Kommandant der Templer von Cumberland, 3 zu 90 Zeitalter der Türmeer, wie man das liest, das weiß ich auch nicht so genau. So, wer sich mit Dämonen befasst, muss zunächst einmal die tiefe, verwurzelte Annahme überwinden, dass ein Dämon der Trägheit in irgendeiner Weise tatsächlich träge ist. Wäre das nämlich der Fall, würde er sich wohl kaum die Mühe machen, durch den Schleier in unsere Welt vorzudringen. Und dort, jetzt habe ich also den Willen einer Kreatur zu überwinden, um Besitz von ihm zu ergreifen. Beides tun diese Dämonen aber nachgewiesenermaßen. Natürlich sind manche Dämonen faul und selbstgefällig, aber vielleicht arbeiten ja sie auch sogar ganz unbewusst an diesem Ruf. Die Wahrheit ist, dass Dämonen der Trägheit deswegen so heißen, weil sie ihre Energie aus dieser Eigenschaft des menschlichen Geistes beziehen. Zweifel, Teilnahmslosigkeit, Untätigkeit. Das wollen sie verbreiten. Der Dämon der Trägheit ist ein Meister der Formen und Verkleidungen und lauert stets dort, wo man ihn am wenigsten vermutet. Und aus seinem Versteck heraus nimmt er Einfluss. Eine Gemeinschaft, in der ein Dämon der Trägheit wirkt,
verrottet, so dass Ungerechtigkeit kommentarlos hingenommen werden. Mausstädter, ohne dass einem der Beteiligte die Veränderung jemals auffallen würde. Der Dämon der Trägheit schwächt, lässt ermüden, wirkt in den Randbereichen des Bewusstseins und macht seine Opfer viel lieber hilflos, als einen offenen Konflikt auszutragen. Man kann diesen Kreaturen nur begegnen, wenn man über einen starken Willen verfügt und ein Talent zum Durchschauen von Verkleidungen hat. Ja, also, Dämon der Trägheit haben wir dann sozusagen alle in uns. Ich sag nur morgens nach dem Aufstehen, wenn wir uns fertig machen wollen und dann zur Arbeit gehen. Meistens scheitert das dann ja auch. Also zumindest ist das mit dem Aufstehen wollen. Wir müssen es nur leider. Schade. Naja. Dann kommen wir auch schon zur Seite 28. Das war 27. Seite 28. Also draufklicken. Riesenspinnen. Ach ja, da hatten wir ja auch schon die Ehre mit. Riesenspinnen tauchen meist in alten Ruinen und anderen Plätzen auf, wo der Schleier durch magische Störungen oder eine große Zahl von Todesfällen dünn geworden ist. An solchen Orten dringen Geister und Dämonen in die Welt der Lebenden ein und versuchen, die Kontrolle über Lebewesen zu erlangen, darunter auch Spinnen. Allerdings sind nicht alle Scholaren von diesem Erklärungsversuch überzeugt. Einige sind vielmehr der Ansicht, der dünne Schleier ließe es zu, dass Magie aus dem Nichts durchsickert und Kreaturen wie die Spinnen verdirbt. Sie werden dann zu größeren und stärkeren Wesen, als sie die Natur es je vorgesehen hat. Es ist zwar bekannt, dass ihr Gift sehr stark ist und sie ihr Netz im Kampf gegen Feinde einsetzt, aber es gibt kaum Studien über sie und ihre weiteren Fähigkeiten sind daher noch immer im Verborgenen. Ja, Riesenspinnen hatten wir ja auch schon die Ehre mit, im Teil mit, wo wir die Trollatante da auffangen mussten. Jetzt kommen wir zum Irrlicht, das ist das, was wir hier unten am Leuchten haben, ja, was wir beschwören können. Irrlicht, Seite 31. So. Man erzählt stets nur von den mächtigen Dämonen, die Abscheulichkeiten erschaffen und in die Geschichte des Theders eingegriffen haben. Darüber wird oft vergessen, dass nicht alle Dämonen derart Ehrfurcht gebieten sind. Manche, die durch Risse im Schleier in unserer Welt eindringen, sind bekannt als Irrlichter, Splitter eines verblassten Gedankens. Ein Irrlicht ist ein Dämon, der seine Macht verloren hat. Entweder war er zu lange in unserer Welt, ohne einen richtigen Wirtskörper zu finden, oder er wurde zerstört. Oftmals von anderen Dämonen, wie wir heute wissen. Der Rest seines Seins klammert sich an die Idee, aus der er entstanden ist. Den Hass auf alle Lebewesen. Irrlichter können zwar nur begrenzt lebende Kreaturen angreifen, tun dies im Nichts aber dennoch. Meist ungezielt und wie im Wahn. In der lebenden Welt sind sie dafür bekannt, dass sie Kreaturen hinterlistig in gefährliche Gebiete führen, weil man sie für Laternen oder andere Lichterquellen hält. Mehr haben sie allerdings nicht anzubieten. Also würde ich vorschlagen, unser Irrlicht kommt weg hier. Hallo? Braucht man nicht. Aus dem Tagebuch des früheren Oberverzauberers Maleus, vormals zum Zirkel von Rivain gehörig, zum Abtrünnigen erklärt im Jahre 29 des Zeitalters der Drachen. So, und dann haben wir noch Seite 32, ist schon wieder ein bisschen länger, da geht es um die Wölfe. Mal gucken, was wir da noch haben. Wolf, also Wolf, ist da der Abschnitt. Der schlechte Ruf des Wolfes in Ferelden ist völlig ungerechtfertigt. Dass ein Land, das Hunde so sehr liebt, gleichzeitig Wölfe gegenüber so misstrauisch ist, erscheint unvernünftig. Allerdings nur, wenn man mit den alten Werwolf-Legenden nicht vertraut ist. Früher einmal gab es eine Zeit in Ferelden, die der Dämonen zu großer Zahl von Wölfen Besitz ergriffen. Es kann zu Kriegen gegen die Werwölfe und überall herrschende Furcht und Panik am Ende. Was? Wurden die Werwölfe zwar erschlagen, aber bis heute stößt daher auch der noble Wolf aller Orten auf Misstrauen. Aus Legenden aus Ferelden von Mutter Ailis von Denerim, 9 zu 10, Zeitalter der Drachen.
Das heißt bestimmt 9.10 Uhr, oder? Oder heißt das 9. Zeitalter 10 der Drachen? Wolfsangriffe auf die Zivilbevölkerung sind äußerst selten und erfolgen meist aus Verzweiflung. Und dann auch nur, wenn die Wölfe in der Überzahl sind. Während einer Verderbnis ist es allerdings anders. Sobald dunkle Brut an die Oberfläche kommt, verändert ihre bloße Anwesenheit das Verhalten von Wildtieren dramatisch. Bei früheren Verderbnissen fand die Verderbtheit durch die dunkle Brut vor allem in den wilderen Gegenden von Thedas statt und betraf hauptsächlich die dort lebenden Tiere. Die Stärkeren überlebten und verwandelten sich in aggressive und gefährliche Bestien. Ein Beispiel dafür ist der Verderbniswolf. Vom Schmerz der Infektion gepeinigt werden seine Rudelinstinkte nur durch die Kontrolle, durch die dunkle Brut aufrechtgehalten. Verderbniswölfe treten immer in großer Zahl auf und versuchen dann meist gemeinsam ein einziges Ziel zu überwältigen. Zum Glück überleben die Tiere nach der Infektion nicht lange. Ja, das ist ja schon mal auch vielversprechend für uns. Damit wären wir mit den Kreaturen schon durch. Wenn ihr das weiter so haben wollt, dass ich immer so ein Komplex lese, dann schreibt mir das bitte, gebt mir ein bisschen Rückmeldung. Das ist für mich auch immer wichtig, um zu wissen, was gut ist und was nicht. Vielleicht mögt ihr das ganze Let's Play ja nicht oder vielleicht doch, das weiß ich nicht, aber darum ist es auch wichtig, dass ihr halt eben schreibt und auch viel schreibt. Ich meine, es ist ja schon bemerkenswert, dass doch der ein oder andere sich das anguckt. Von daher schon mal danke für die, die auch zuschauen regelmäßig. Aber bitte schreibt auch mal was, ja? Ihr könnt per Postnachricht, ihr könnt per, ich glaube, Facebook-Link habe ich auch hier drin. Ihr könnt auch von mir aus per Kommentare oder Twitter schreiben, das ist mir alles recht, aber bitte gebt mir ein bisschen Feedback. So, das war's für diese Codex-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Durchhalten und wir sehen uns dann auch gleich schon wieder in der nächsten Folge Dragon Age Origins. Bis gleich!